Samstagmorgen 9 Uhr, während etwa 95% der Bevölkerung überlegt, ob sie aufstehen. Wenn sie Kinder haben, sind sie vielleicht schon wach und Lego am Spielen. Und so kommen aus ganz vielen Gegenden in Deutschland Menschen heute zusammen, die etwas gemacht haben. Die haben nämlich einen Entschluss getroffen. Die haben beschlossen, aufzustehen und etwas zu tun für sich selber. Die sind nicht besser, die haben nur einen Entschluss getroffen. Und so einen Entschluss für sich zu treffen, das ist die erste wichtige Entscheidung, die erste wichtige Grundvoraussetzung, damit was passieren kann. Wie heißt es so schön, machen macht den Unterschied, und Sie haben sich auf den Weg gemacht. Und deswegen sage ich herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich auf den Weg gemacht. Und als Sie heute Morgen hierher gefahren sind oder ihr heute Morgen hierher gekommen seid, da gingen euch viele Sachen durch den Kopf. Und einer ist sicherlich, was hat es mit diesem Masterplan auf sich? Was ist denn ein Masterplan? Und deswegen, im Gegensatz zu anderen Seminaren, die sonst gehalten werden, war es mir wichtig, dass ihr schon in die Vorbereitung geht. Also wir machen hier keine Chaka-Veranstaltung oder Luftballons hochwerfen, sondern ernsthafte Arbeit mit Tiefgang. Und deswegen war es mir auch wichtig, schon im Vorfeld Videos zu schicken, Workbooks. Und das ist schon eine erste wichtige Erfahrung für die, die hier sind. Kung Fu heißt harte Arbeit, und Erfolg, Fokussierung ist eine Riesenherausforderung, nämlich Konzentration. Es ist in der Tat Arbeit. Und deswegen werden wir so kein typisches Ziele-Seminar machen, wo wir jetzt immer so Zielcollagen basteln und immer nur Ziel, 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 sondern das werdet ihr alles erleben, dass wir uns mehr mal auch auf die Dinge konzentrieren, die uns ausmachen. Und in dieser Komplexität möchte ich diesen Tag nutzen. Und es geht darum, und das ist der Mehrwert für alle, die heute hier sind, in der Vorbereitung, dass man schon an den Punkt kommt und sagt, diese Vorbereitung sorgt dafür, dass ich schon eingestimmt in diesen Tag reinkomme. Und deswegen nochmal für alle die, die noch nicht auf meinen Trainings waren, ich frage nach dem Gefühl, weil wenn wir eine Situation in unserem Umfeld erfassen, dann verarbeitet unser Gehirn das in Bruchteilen von Sekunden und es schickt uns in Form eines Gefühls eine Rückmeldung. Wir bekommen in Form eines Gefühls eine Rückmeldung. Das ist in 95% aller Situationen unterbewusst, unbewusst. Ja? Und deswegen frage ich immer, mit welchem Gefühl sitzt du hier? Und dieses Gefühl, das steuert unser Verhalten. Und wenn wir dann in dem Rückblick sehen, dass wir in 2019 Dinge nicht getan haben oder in 2018 nicht oder in 2017 nicht, ne? Oder in 2016, oder wir feststellen, dass wir das jedes Jahr wieder machen. Ich sage deswegen willkommen im Club. Das gibt auch in meinem Leben noch so ein paar Dinge, die ich mir auch wieder nochmal vornehme. Ja? Dann ist ja immer die Frage, wer hält mich davon ab? Weil da gibt es ja die eine Person, die nimmt sich das vor und sagt, hey, das machen wir jetzt. Ne? Und da gibt es eine andere Person, die sagt, ach, morgen. Nee, jetzt also, jetzt nicht. Und es ist halt die Frage, wer sind diese Personen, die unser Verhalten steuern? Weil das ist meine Erfahrung, wenn wir lernen, unser inneres Team, das uns berät, zu steuern, dann können wir in die Umsetzung kommen. Deswegen macht es wenig Sinn, ich sage jetzt mal, sich nur über das Ziel Gedanken zu machen, wenn ich nicht weiß, was mich bis zum heutigen Tag gesteuert hat. Wie läuft dieser Tag ab? Wir werden insgesamt 5 Teile haben, das heißt bis 18 Uhr heute zusammen sein. Und wir machen alle 1,5 Stunden, eine Viertelstunde Pause. Und wir werden uns von dem Status quo, also wo stehen wir, dann was war bisher Ursache dafür, dass wir dort stehen, wo wir stehen, ja? Um dann zu sagen, okay, was wollen wir, und dann kommt die Umsetzung mit dem Wie. Also ich kenne Dr. Witsch hier schon als Coach und habe ihn heute als Trainer erlebt. Er ist vertrauensvoll, charismatisch und extrem motivierend und schafft es, bei jedem einzelnen Teilnehmer die individuellen Visionen und Ziele herauszuarbeiten. Das heißt, ich habe auch mein Buch für alle vorbereitet, das dann im Nachgang auch nochmal dient, das Ganze nachzuarbeiten, und wir werden dann exemplarisch an einer Sache im Prinzip mit der von mir entwickelten Methode das durcharbeiten, sodass wir dann um 18 Uhr hier rausgehen und einen Tag genutzt haben, um unseren Fokus zu schärfen auf die wichtigen Lebensbereiche. Und ich habe die gute Erfahrung gemacht, wenn man mit allen Sinnen sein Ziel fokussiert, also das heißt sich vorstellt,
in dieses Bild reingeht und dann das Gefühl von Dankbarkeit auflädt. Also das heißt, ich spüre es und ich bin dankbar, dass ich es habe. Greg Braden hat das herausgefunden. Wenn wir dann mit Dankbarkeit dieses Zielgefühl aufladen, dazu möchte ich euch heute einladen, sich bereits im erreichten Ziel fühlen und dafür dankbar sein. Und so sollte auch der ganze Tag sein. Ich stehe nicht hier vorne und werde euch sagen, so funktioniert Erfolg, so funktionieren Ziele. Wir haben nur dieses eine Leben und das ist mein Aufruf, gestalten. Das hat man uns leider nur nicht in der Schule beigebracht, gestalten. Einfach das in die Hand nehmen, einfach sagen, so, jetzt mache ich. Und dieser Tag soll ein Anleitungstag fürs Gestalten werden, nämlich für die Dinge, auf die wir Bock haben, die in uns auf Entdeckung warten.